Ja, jetzt mal schnell die Probe. Also, ich habe es ja versprochen. Probe macht man, indem man sagt, okay, das hier, das ist die originale Gleichung. Die schreibe ich ab, aber statt x schreibe ich das rein, was es wert ist. So, wollen wir das mal probieren, ob das funktioniert. Also, 3 mal, dann statt x minus 7 Drittel hinschreiben, plus 4 abschreiben, Klammer zu abschreiben, 5 abschreiben. Und jetzt eigentlich müsste man ein Fragezeichen dahinter setzen. Stimmt das? Denn wir wollen ja versuchen, das Linke auszurechnen und dann überprüfen, ob das dem Rechten gleichkommt. Machen wir das. In diesem Fall würde ich ausmultiplizieren. Ich zeige dann den anderen Fall, wo es sich nicht unbedingt lohnt. Machen wir das mal. Und zwar, ich schreibe 3 mal minus 7 Drittel. So, ich kann ja hier Eintel draus machen. Also ich könnte den Bruchstrich auch so ziehen. Und demzufolge kann ich dann gleich kürzen. Aber jetzt erstmal abschreiben, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Hier sicherheitshalber eine Klammer drum, damit wir das Minus nicht vergessen. Jetzt 3 mal, ne, das war das, jetzt 3 mal 4, also plus 12 und das soll 5 sein. Ist immer noch die große Frage. Ja, wir können nämlich hier kürzen, die 3 und die 3. Beide durch 3, bleibt nur 1 übrig. Jetzt habe ich minus 7 plus 12, jawohl, und das ist 5. Okay, das funktionierte. Jetzt habe ich mal Gleichungen abgeschrieben und auch was bei rauskommen sollte und mache die Probe hierfür und zeige, dass das nicht geht. Nee, anders. Wir machen es so. Ich mache jetzt eine Pause, schreibe den ganzen Kram hin, schön sauber hin und wenn ich damit fertig bin, macht ihr das in der Zeit auch und dann werden wir sehen. Ja, ich habe es schon gemerkt, nochmal. Leute, guckt mal, habt ihr das so abgeschrieben? Die meisten ja. Achtung, jetzt lohnt sich's nicht. Also jetzt alles auszumultiplizieren, lohnt sich nicht. Ich zeige mal warum. Ich sage ganz einfach, wenn ich jetzt hier das einzeln ausmultiplizieren würde, dann könnte ich nicht so schön kürzen und so weiter. Also fasse ich lieber das, was in der Klammer steht, zusammen und schreibe 5 mal und jetzt schreibe ich ruhig Klammer. Klammern darf man schreiben. Die darf man ja auch dann entsprechend nach Regeln wieder weglassen. Gut, und jetzt schreibe ich meine minus 35, die schreibe ich oben auf dem Bruchstrich mit Minus, dann fällt mir das Minus besser auf. Und hier sage ich, das sind Drittel. Und zwar, da das ja eigentlich auch 6 Eintel sind, kann ich mit 3 erweitern. Ne? Mit 3 erweitern ändert den Wert nicht. Also das minus 18 Drittel. Und das fasse ich zusammen. Und dann werden wir sehen, dass das viel besser geht. Hier mache ich das gleiche 7 Mal. Und jetzt minus 35 Drittel. Das war ja mein x. Und jetzt, hieraus muss ich Drittel machen. Jetzt sage ich, okay, das sind ja Eintel. Also mit 3 erweitern. Dann heißt das plus 24 Drittel. Hier drüben habe ich das schon mal auf einen gemeinsamen Bruch geschrieben.